Warum brenne ich ihn schon wieder? Sag mal ehrlich. Warum muss ich eigentlich so oft brennen? Yeah. Guten Tag, Leute. Du bist tot. Wow, vielleicht kann ich mir so ein Ding entkrallen. Ne, lieber nicht diesen herbe gepanzert und alles. Schalten wir Taschenlampe aus. Und jetzt jump ich. Wow, ich habe eine neue Waffe. Ich habe eine neue Waffe. Mit Rotpunktvisier. Okay. Ja! Oh, eine Leiter. Leitern sind immer gut. Moment. Guten Tag. Ich bin hier der neue... keine Ahnung. Mir fällt jetzt nichts ein. Wow. Egal, ich kann trotzdem hier hoch. Autsch. Was ist das denn? Medikit. Ah, ich bin gerade voll. Nicht schon wieder so ein Verbrenner. Nein, ich will nicht. Okay, bei drei, ne? Eins, zwei, drei. Geile Sache, Mann. Und ich brenne. Zack. Ah, hier lebt ja auch noch einer. Und da sind ja auch noch welche. Guten Tag. Headshot. Ah. Hallo, ich bin am Klettern. Bitte nicht. Beim Klettern bitte nicht auf jemanden schießen. Das ist sehr gefährlich. Wow. Na, sagst du noch Hallo? Scheiße. Wow, und ich brenne schon wieder. Warum brenne ich so viel? Jo, und war das richtig? Nein, das war falsch. Super. War egal, ich wollte eh dieses komische Ding haben. Was man Panzerung nennt. So. Jetzt hier hoch. So. Wo muss ich denn lang? Da nicht. Da auch nicht. Also hier war schon richtig. Nur. Achso. Tja. Hallo? So ein Gitter. Wow. Okay. Panzerung. Alles voll, okay. Schön, dass du hier auftauchst. Jetzt bist du dort, wo du hingehörst. Im Grab. Zusammen mit den anderen Mutanten. Glaubt mir. Ist eine Gnade, verglichen mit dem, was alles sieht mit euch armen Schwestern vor. Ja, was hat sie denn mit uns vor? Weißt du, wenn du mir das mal sagen könntest, ne? Könnte ich einen Schuss im Kopf gleich... in Erwägung ziehen.
Aber da du mir ja nicht sagst, was sie mit uns vorhat, ist... Kannst du mir auch keinen Schuss in den Kopf geben, da bin ich irgendwie gegen. Ja, nee. Mehr hast du irgendwie nicht auf Lager an Soldaten, oder was? Bro! Ich hab Pro-Skills da. Du bist reichlich tot. Zack. Wow. Ich hasse diese mit. Boah, ich höre gar nicht. Okay. Heiß, heiß, heiß. Und ich brenne, ich brenne. Ja, ich brenne. Das ist aber ein schöner Komplex hier. Wow! 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 Ja toll, muss ich jetzt eben da durch? Kann ich da drunter? Ich brenne trotzdem! Boah, shit! Autsch! Tot! Tot, ich bin dagegen geknallt mit dem Kopf. Und dann ist noch etwas auf mich gefallen. Ich bin auf jeden Fall tot. Sergeant Fox wurde von der gleichen grausigen Macht getötet, die ihnen im Terkalabor begegnet ist. Sie haben entdeckt, dass das Krankenhaus eine geheime... Bla bla bla. Ja, wo bin ich denn jetzt hier gelandet? Beckett, nach meinen Signalen ist Alma schon sehr nah bei Ihnen. Sie spüren vielleicht schon Anzeichen Ihrer Gegenwart. Halluzinationen, Kopfschmerz, sowas in der Art. Sie müssen hier standhalten. Sag mir, wie soll ich das machen? Ich kann sie anscheinend ja nicht töten. Alma, wow, bleib doch mal hier. Ich stell dich jemandem vor. Ich nenne es Mr. Schrot. Komm her. Alma. Ich will dir Mr. Schrot vorstellen. Tut auch gar nicht weh. Alma. Bleib hier. Komm her, Alma. Hm, Alma, komm mal her. Wow, Alma, verschwinde von mir. Danke, ey. Zungenkuss habe ich keine Lust mit dir. Du bist mir irgendwie zu Psychotante hier. Geh denn hier ab. Ach nee, so wollte ich das gar nicht machen. Hier kann ich durch. Nee, gar nicht. Kann ich überhaupt durch? Nee. Gut, dann nicht. Dann muss ich doch den Weg nehmen, den ich gerade gesehen habe. Da, so. Was haben wir denn hier Schönes? Toten Menschen. Dieses Flimmern soll mal aufhören. Nee, hier kann ich anscheinend nirgendwo hin. Alma! Sag mir doch mal, wo ich lang muss. Machst du die ganze Zeit schon. Oh, was war das? Was ist mein Schatten? Ja, ich hab Schatten. Nein.
irgendwelche Knöpfchen. Gibt's nicht irgendwie. Vielleicht war hier doch irgendwas. Irgendwas, was ich drücken muss. Oder sowas. In der Art. Ja, sicher kugelsichere Fernseher oder was? Ah! Hier kann ich drunter her. Sergeant Beckett, ich habe meine Daten überprüft. Ich vermute, dass Alma auf Sie aufmerksam geworden ist, als Sie die TAK betraten. Und nun ziehen Sie sie an. Man könnte sagen, sie begehrt sie. Sie ist begierig. Sie sind wie Freibier auf einer Biker-Party. Sie riecht sie. Und sie möchte sie verzehren. Sie möchte mich verzehren. Will sie mich auffressen? Will sie mich aussaugen? Will sie ihre komischen, ekligen Tentakel in mich reinstecken? Was will die von mir? Die macht mir Angst. Viele Optionen, aber ich gehe zu der ersten Option, die ich gesehen habe. Haha. Haha, da bist du. Du ekliges Monster-Dingens. Ich könnte, ja, dann gehe ich hier runter. Funktioniert nicht. Dann den dritten Weg. Hui ja.